Willkommen zurück zu einer neuen, super abgespaceden Folge Rage 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die abgespaceden Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir sind hier beim Eden Space Center und wir haben eine wichtige Mission. Eine orbital wichtige Mission. Und natürlich gibt es da irgendwelche Banditen, die uns wieder auf den Sack gehen wollen. Und wenn ihr da draußen meinen Sack ein wenig schützen wollt, dann lasst doch eine Bewertung da, ja? So einfach geht das und schon habe ich sichere Hoden. Und sichere Hoden sind ja wohl ultra wichtig. Sichere Hoden sind mega ultra wichtig. Mit Aerosol scheißwisch ich mir den Arsch ab. Würde ich gerne sehen. Leg dich nicht mit Aerosol an. Sieh's ein, ich bin jetzt der Macker. Du bist jetzt der Macker? Nein, du bist tot. Oh oh. Oh no. Oh no. Irgendjemand hat Raketen. Raketen sind scheiße. Und woher kommt diese Hawaii-Musik? Kann die jemand abstellen? Bitte. So, Raketenjockel down. Ah, wir will ein bisschen. Oh, Granaten, sehr viele. Dann geben wir den mal. Und zwar so richtig. Okay, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Alter, überall Gegner, überall spritzt Blut und Items. Explosion. So viele Explosionen. So viele saftige Geräusche. Alles klingt hier extrem saftig. Gut, 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 gut. Gut. Ah. Er will wegrennen. Ist er nicht süß? Guck mal hier. Ich schlag dir den Schädel ein. Bin ich nicht nett? Ja, ich bin nett. Ich bin sehr nett. Wir finden so viele Vorräte, aber wir können leider noch nichts bauen. Sobald wir bauen können, denke ich mal, haben wir es hier viel, viel leichter in dem Spiel. Bauen ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, dich kann man nicht looten. Es ist so dunkel. Doktor, ich habe das Space Center erreicht. Eine einzige Ruine. Und Sie hatten recht, überall Banditen. Das dürfte für Sie ja kein Problem sein. Und was Eden angeht, nun, es ist eigentlich unzerstörbar. Verschaffen wir Ihnen Zutritt. Legen Sie die Hand auf den Scanner am Empfang. Unzerstörbar. Da bin ich ja mal gespannt. Denn ich bekomme alles klein. Sehen Sie an. Ausgezeichnet. Und jetzt gebe ich Ihnen volle Zugang. Hey, Doc, Beeilung. Goon-Abschaum im Anmarsch. Moment noch. Ich hab's fast. Doc, da kommen viele. Da kommen sehr viele. Hab's gleich. Nur noch ein paar Minuten. Ja, aber vielleicht hab ich die nicht. Alter, habt ihr gerade gesehen? Aber gleich hab ich Bam! Geknackt. Nase gebrochen. An dem einen habe ich ja richtig den Schädel eingedrückt. Tja, so muss das laufen. So muss das laufen. So viele Goons. Oh, wir haben Musik. Toll. Das hört man gerne. President, könnte ich mich glatt dran gewöhnen. Wer sich freut. Ja. Besser kein Risiko eingehen. Sie haben jetzt vollen Zugang. Das EcoPod-Missionskontrollzentrum ist auf Ebene 3. Alles klar, Dankeschön. Mr. President. Oh, die machen Party. Und
jetzt hat sie Gliedmaßen verloren. Tja, ich bin böser, böser Präsident. Ganz böser. Mit mir sollte man lieber nicht tanzen. Hey Doc, du kannst die Stimme jetzt abstellen. Mein Ego wurde befriedigt. Ich brauche nicht dauernd hier eine Durchsage. Oh, hi. Bam. Bam. Oh, der ging daneben. Er ging daneben. Ah, ich brauch sowas wie eine Axt oder so. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und jetzt durchlöcher ich hier deine Fresse. What? Granatenjockel. Tja, zielen muss man schon können, Bruder. Zielen und feuern. Das alte Game. Man muss es beherrschen. Okay, wir müssen zu Ebene 3 hoch. Was machen die denn? Was machen die hier? Und was haben die eingeprügelt? Keine Ahnung, jetzt sind sie tot. Guck mal, ich finde hier so viel Zeug zum Bauen. Aber ich kann es halt einfach nicht nutzen. Bam. Was haben wir hier? Chemie. Ein bisschen Supersperma. Space-Sperma. What? Auf die Schnauze. Alter. Holy fucking shit. Ich sag ja, ich bin ein kranker, kranker Mann. Ich bin ein sehr, sehr kranker Mann. Ist das gut so? Ja, definitiv. Was läuft hier oben? Da sein du ja. Ich nix können Grammatik. Schule 5, deswegen ich jetzt tun. Durchladen, durchladen. Tschüss. What the hell? Was ist da eben gerade alles explodiert? Jetzt, wo ich randvoll bin mit Gesundheit, finde ich an jeder Ecke Gesundheit. Und davor Gesundheit total die Mangelware. Nichts gefunden. Alter. Alter. Stellenweise schon extrem gestört, wie die Gegner hier zerflattert werden. Wie jetzt? Meint ihr mich? Ich bin der Präsident. Mein Zugang geht immer. Zugang verweigert. Zugang verweigert. Und tschüss. Mein Gehirn gehört nur mir. Wow, wow. Wow! What the hell? Alter, was haben die hier alles für Explosionssachen? Woher kommt der denn? Oh, so ein Clown. Ich glaube, ich habe eben gerade einen Clown erschlagen. Und den nächsten enthauptet. Alles klar. Damit. Kann hier bitte jemand sterben? Das ist so unangenehm.
wenn die hier unten gemeinsam sich zusammenraufen und ihr auf die Fresse geben. Shit, 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 shit. Ich will da doch nur rein. Macht mir doch nicht solche Probleme. Irgendwie töte ich auch dauernd Mädels. Der alte Mädelmörder. Der Mädelmörder. Kein unbefugtes Personal mehr anwesend. Bedrohung wurde beseitigt. Mr. President, willkommen im Eden Ecopod Missionskontrollzentrum. Geschafft, Doc. Hervorragend. Finden Sie den Hauptrechner und leiten Sie das Rückrufverfahren für Echo 15 aus dem Orbit ein. Rückrufsequenz bestätigt. Starte Ecopod-Rückruf. Vielen Dank, Mr. President. Bringen Sie uns ein neues Eden. Jetzt beginnt die Show. Ecopod in Atmosphäre eingetreten. Bordtemperatur bestätigt gleichförmigen Hitzeschild. Der landet doch nicht genau auf mir, oder? Meine Fresse. Ecopod ohne Zwischenfälle gelandet. Gelandet! Der Ecopod hat's geschafft. Ich weiß. Und die Obrigkeit auch. Schnell rein zur Aktivierung. Ich übernehme den Rest. Der Aufzug läuft noch, soweit so gut. Dieser Pott hätte beinahe den Präsidenten niedergebrannt. Aber schön, Walker, dass du immer so begeistert bist. Nee, das klappt nicht. Da wären wir. Oberster Stock, Damenunterwäsche und Dildos. Ja, die gibt's mittlerweile in einer Abteilung. Marktforschung hat das ergeben. Also. Sie haben ihn. Schalten Sie ihn ein. Ich mach den Rest. Dieser große Supercomputer tanzt schon bald nach Quasiers Pfeife. Es läuft. Alles scheint normal zu funktionieren. Fantastisch. Projekt Decker wird jetzt... Ich empfange Signale vor dem Ecopod. Da kommen Kampfmutanten der Obrigkeit auf sie zu. Ich kümmere mich drum. Aber sind das große Mutanten oder kleine Mutanten? Babymutanten? Bitte Babymutanten. Kleine Babys mit Windeln und Rasseln und Mini-Pistolen. Oh, sie wollen mich töten. Das klingt schon mal nicht gut. Das klingt... Oh Gott. Ja. Ja, super. Der Doc hatte recht. Obrigkeitsmutanten, kein Problem. Ja, kein Problem. Erstmal die hier wegholen. Oh ja, er hat alles dabei. Ups, ich habe aus Versehen eine Granate geworfen. Ach du heilige Scheiße. Big Jim haut ganz schön rein. Fuck you! Wow, ich muss hier drauf schießen. Oh nein. Oh, gar nicht gut. Oh, gar nicht gut. Ihr kleinen Drecksviecher. Alter. Echt jetzt? Ich werde hier gerade zerstückelt, wegen dem kleinen Spasti da vorne. Bitte stirb. Bitte stirb einfach. Merkst du denn nicht, dass sich niemand lieb hat? Oh
Oh, komm, ich hätte gedacht, ich könnte die andere Seite auch noch direkt angreifen. Hier geht schon wieder die Munition aus. Ich muss auf jeden Fall hier auf Distanz bleiben. Hat der da kleine Hände an der Seite, die flackern? Ah, fuck! Oh, scheiße! Ey, woher wusste er das? Nicht gut. Nicht gut. Keine Munition mehr. Oh mein Gott! Ich brauche ein bisschen Leben. Gott sei Dank habe ich den Scheiß hier noch am Start. Und jetzt fahr zur Hölle! Warum stirbt der nicht? Habe ich noch was zum Heilen? Nein. Nein, ich habe nichts zum Heilen. Alter, ich habe doch hier... Ich habe keine Munition, ich habe keine Heilung. Und er trifft mich. What the hell? Alles klar, diesmal direkt auf Distanz gehen, weil du kannst ihn einfach nicht treffen. Am Anfang. Alter, aufs Gehirn. Doc, die Obrigkeitsmutanten sind Geschichte. Sie haben freie Bahn. Ah, what? Das ging aber schnell. Sie sind wirklich Brawlys Protégés. Warum ging das so schnell? Boom, tot. Ja, dann erledigen Sie jetzt Ihren Teil von Dagger. So ist es. Mit diesem Setup ist das ein Kinderspiel. Und ich habe reichlich Zeit, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, die nützlich für Sie sein werden. Zum Beispiel? Ah, verschiedene wissenschaftliche Projekte, die Sie kräftiger und ausdauernder machen, damit Sie, wie sagt man, der Obrigkeit in den Arsch treten können. Hört sich gut an. Sehr gut sogar. Jetzt können wir nämlich hier ans Projekt Bodenstation. Das ist nice. Können wir nämlich hier leveln. Hier. Suchen und bergen. Projekt ansehen und hier geht's los. Oh. Das nehme ich mir direkt, Alter. Das nehme ich mir direkt. Was haben wir hier? Datenpad Tracking. Was haben wir hier drüben? Oh, Lagerkisten Tracking. Nützlich. 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 Oh, das ist auch gut. Vampirischer Overdrive. Was haben wir hier? Tracking, dann hier drüben. Gewährt mehr, mehr ist immer gut. Viel hilft viel. Oh, das ist auch richtig gut. Automatisches Looten. Oh, das ist auch... das ist auch super. So viele tolle Sachen. Kein Fallschaden mehr. Nice. Okay, den Scheiß hätten wir also erledigt. Ich kann mein Fahrzeug auch jederzeit holen, wenn ich will, aber wegen den paar Metern jetzt hier, da laufen wir schnell hin. Gut. So, die nächste Mission wäre dann direkt hier drüben. Das Signal. Aktiviere Systeme. Kein Willkommen zurück und auch kein Bussi. Wo ist mein Bussi? Mein Bussili. Dann rauschen wir mal durch und erleben geile Abenteuer. Einfach hier die Bäume wegholen. Menschen.
Ich bin abgehoben. Ich wollte die eigentlich überfahren. Nämlich genau so. Das war eigentlich der Plan. Aber leider bin ich ein bisschen abgehoben. Nähere mich der Stiernackenfestung. Die Stiernackenfestung. Trägt ein Locus-Gerät bei sich. Technologie für Informanten. Es gibt ein Signal ab, das du auf dieser Frequenz empfangen kannst. Echt raffiniert. War das ein Konvoi? Ich glaube ja. Aber ich bin in einer heiligen Mission. Okay, Stufe 5. Ziel erreicht. Leite Standby-Modus ein. Wir nähern uns dem Signal. Irgendwo hier. In die Richtung eventuell. Wir haben 3 Balken. Das wird's weniger. Hier drin in der Bude. Bestimmt hier drin in der Bude. Wird weniger. Alter, was ist das hier? Ja. Ich häng irgendwie halb im Level. Nicht gut. Diese Gegner. In der alten Stiernackenfestung. What? Woher kommen die denn? Ich hab keine Money. Scheiße, Mann. Komm, gib mir. Immer dieses Munitionsproblem. Alter, halten die viel aus? Halten die viel aus, die Mumienmänner? Mami's alive. Alter, wie wär's mit Sterben? Hat irgendwie nicht so Bock drauf. Ist der tot? Sag mir, dass er tot ist. Viel zu viele Dudes. Viel zu viele Dudes. Jetzt auch noch eine scheiß Drohne. Okay, ich höre noch Musik. Also muss hier irgendwo noch jemand rumrennen. Heftig. So, Amigos. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Danke fürs Zusehen. Bewertung reindrücken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.